Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei dem ersten Teil meines Büchermonats. Ja, es sind im August wieder einige Bücher geworden und so habe ich mich wieder dazu entschlossen, den Büchermonat in zwei Teile zu teilen, sodass ihr zwei Videos genießen könnt und nicht vollgeladen mit einem großen Video seid. Ja, ich komme auch direkt zur Statistik. Es sind diesen Monat 14 Bücher geworden mit insgesamt 5.566 Seiten. Wirklich der Hammer. Man merkt, dass ich da auch einfach Urlaub hatte und auch natürlich Zeit hatte zum Lesen. Und es sind 180 Seiten am Tag durchschnittlich gewesen, also doch tatsächlich eine ganze Menge. Es haben sich drei Highlights in diesem Monat sehr nach vorne gelesen, kann man das so sagen. Und ja, das erste Highlight ist jetzt auch im ersten Teil dabei. Wenn ihr dann natürlich noch wissen wollt, was die beiden anderen Highlights waren, schaut euch dann natürlich den zweiten Teil des Büchermonats an. Und ich denke, wir beginnen jetzt einfach mit den Videoausschnitten der ersten 7 Bücher in diesem Monat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das erste Buch im August ist Blut und Seide von Marita Spang, welches im November 2015 erschienen ist. Ist das zweite Buch der Autorin, habe ich bei einem Gewinnspiel von Lovely Books gewonnen mit Signatur, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ist im Knauer Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99 € und als E-Book habe ich es, glaube ich, aktuell zu einem Specialpreis von 1,99 € gesehen. Ich weiß aber natürlich nicht, wie es dann aussieht, wenn das Video sozusagen dann wirklich online geht. Ja, es ist ein historischer Roman mit 824 Seiten, an dem ich tatsächlich ein bisschen gesessen habe, denn historisch ja, flutscht nicht so wie andere Bücher. Ja, die Geschichte spielt im Jahr 1259 bis 1281 in Kreuznach, also in Deutschland, und ja, spiegelt die Zeit des grausamen Hochmittelalters wider. Und ja, das Grausame hat mich direkt so ein bisschen geschockt und ja, so ist dann die Geschichte tatsächlich auch. Ja, wir haben hier den Grafen Johann von Sponheim, der auf der Suche nach der Familie seines guten, besten Freundes ist und leider nur den Sohn Simon findet. Der Rest der Familie hat die Flucht, die Reise nicht überstanden. Er nimmt den Sohn des Freundes zu sich. Ja, der wächst auch in der Familie, wie der eigentliche Sohn auch tatsächlich auf. Er hält dann auch die Ritterweihe und ja, verliebt sich in Christina. Allerdings ist Christina ja einen sehr brutalen, gefühlskalten, ungehobelten Mann versprochen, Heinrich von Sponheim, und keiner kann ja dem Paar irgendwie helfen, und so flüchtet sich Christina dann in die ja Ehe, wie es eben damals einfach so war. Und ja, wir lernen hier nicht nur die Grausamkeiten der Zeit kennen, sondern auch die Grausamkeit der Menschen. Denn gerade Heinrich, der dann eben der Mann von Christina ist, ist ein wirkliches... Und ich wollte ihn ganz oft einfach nur, ja, schütteln. Also, und das ist schon milde ausgedrückt. Ja, Simon kämpft derweil in vielen Schlachten und gerät so auch immer wieder in die Fronten der Herrschenden. Er fährt hier viel, bringt eben auch viel aus dieser Zeit herüber und ist in Gedanken aber natürlich immer bei Christina, wie auch sie, bei all den Schlägen und Züchtigungsversuchen ihres Mannes, wie sie dann eben bei ihm ist. Inspiriert wurde Marita Spang von einer Skulptur im Bad Kreuznach, denn hier gibt es einen Metzgersohn namens Michel, der da auch dargestellt wird. Und dieser spielt ganz zu Ende der Geschichte dann tatsächlich eine Rolle, weil er eben etwas sehr Heldenhaftes tut. Und um diese echte Geschichte baut eben Marita Spang eine mehr oder weniger, ja, erfundene Geschichte auf, die sich natürlich auf historische Fakten dann im Grunde darlegt. Ja, zu den Charakteren muss ich ehrlich sagen, diesen Heinrich fand ich unglaublich ja, reell, was mir tatsächlich auch schlaflose Nächte gebracht hat. Also auch wirklich sehr lebhaft dargestellt wurde, wie die Menschen der damaligen Zeit getickt haben. Das ist ja was, was Marita Spang sehr gut kann. Leider macht sie es mir tatsächlich zu plastisch. Also es sind mir zu viele Details, es ist mir zu viel Bildgezeige in meinem Kopf und ich musste tatsächlich das Buch immer mal weglegen und habe mir gedacht, ja, atme nicht vergessen, und ich fand es wirklich sehr grausam und ich
fand es tatsächlich einfach zu viel. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man manches nur angedeutet hätte und nicht wie manchmal in den Nachrichten volle Kanne auf irgendwas zeigt. Das ist so mein Kritikpunkt, weil ich tatsächlich eine sehr lebhafte Fantasie habe. Und wenn man sich eben vorstellt, dass es diese Zeit tatsächlich gab und vielleicht auch diese Menschen mehr oder weniger zu dieser Zeit so gehandelt haben, finde ich das natürlich sehr, sehr grausam. Ja, Simon hatte es sehr, sehr schwer in seiner Kindheit und ich fand auch sehr schön, wie uns dann eben so sein Rittersein gezeigt wurde, wie die Liebe zwischen ihm und Christina entstanden ist und wie er eben auch einfach unermüdlich für diese Liebe eintritt und dann eben auch verzweifelt ist und dann aber aus der Verzweiflung eben wirklich dieser tolle, mutige und Ritter im Grunde hervorgekommen ist, der mit Gedanken aber immer bei ihr ist. Ich fand ihn unglaublich sympathisch. Christina ist ein leicht verwöhntes Mädel, zumindest zu Beginn, und kann aber lesen und schreiben, was zur damaligen Zeit ja eher untypisch war und eher den Männern vorgehalten wurde, also dass die Männer das eben tun. Und als sie eben Heinrich versprochen wird und sie selbst aber sehr in Simon verliebt ist, sie verweigert Heinrich sich immer wieder und wird aber von ihm tatsächlich sehr, sehr brutal erzogen. Und mir tat Christina einfach nur noch leid. Also das von diesem verwöhnten Gör zu dieser Frau, die sie dann wurde, das war wirklich ein Weg, den ich ganz schlimm fand, den ich ganz traurig mit anzusehen fand. Und Michel, der Metzgersbursche, der was dann eben am Ende so auftaucht, hat mir auch unglaublich gut gefallen und auch die ganze Geschichte drumherum und dass das eben die Inspiration war, fand ich sehr, sehr schön. Ja, zum Stil, ich kann wirklich sagen, Marita Spang schafft es, einen in die Vergangenheit mitzunehmen. Es ist wirklich wie eine Zeitreise für uns und ich fand wirklich auch die Ausdrucksweise sehr, sehr angenehm zu lesen. Es war schon ein bisschen, wo man auch mal nachdenken musste. Es war sehr anspruchsvoll, aber es war jetzt nicht so, dass man jedes dritte Wort irgendwie nachschlagen musste. Ich fand es sehr schön. Ich mochte auch hinten dieses Personenregister, Erklärungsregister, was einem ein bisschen hilft, den Überblick zu behalten. Mir hat das gut gefallen. Ich fand wirklich, der Abzug sozusagen geht dafür, dass sie mir zu sehr draufhält. Also das klingt jetzt vielleicht blöd und vielleicht muss ich das auch einfach bei historischen Büchern so erwarten. Aber mit dieser Vorstellung, dass das eben alles echt sein könnte und passiert sein kann, ja, ich wisst natürlich, ich stehe auf Game of Thrones, ich gucke mir auch Horror-Gruselfilme an, aber das ist für mich einfach was anderes, als wenn es tatsächlich hätte passieren können. Und das war auch schon bei Hexenliebe so, dass ich wirklich teilweise körperliche Schmerzen erlitten habe. Und so war das bei diesem Buch auch. Ich musste es manchmal einfach weglegen und mir schöne Gedanken machen. Und es ist tatsächlich dann für mich ein Sommerbuch, weil ich glaube, im Winter würde es mich in die Verzweiflung treiben. Das schafft es jetzt natürlich so im Sommer und im Urlaub nicht. Aber es ist schon was für sehr starke Gemüter und für Leute, die das eben auch aushalten. Also es ist nicht für jeden, glaube ich, etwas. Und es ist einfach, das grausame Hochmittelalter. Und ich glaube, das sagt einfach alles. Und ich spürte das auf ganz vielen Seiten und fand dennoch die Geschichte so spannend, dass ich einfach weiterlesen wollte und das natürlich auch bis zum Ende getan habe. Und schon begeistert an diesem Buch war mit diesen Momenten, wo ich einfach dachte, musste was anderes lesen oder was anderes hören oder was anderes machen. Und dann eben das auch einfach gemacht habe. Dennoch eine Empfehlung für alle, die historische Romane gerne lesen und die es eben auch ein bisschen reeller und vielleicht auch brutaler mögen. Ja, es war halt in der Zeit so, ne? Man kann das ja gar nicht schönreden, aber und ich bin sehr gespannt, um was es dann im nächsten Buch von Marita Spang gehen wird. Als nächstes wurde mal wieder ein Hörbuch von mir gehört, und zwar das neue Buch von Musso, 24 Stunden, ist im Juni 2016 im Pendo Verlag erschienen, kostet als broschierte Ausgabe 16,99 €, als E-Book 12,99 € und als Hörbuch 15,99 €. Ich habe es über mein Audible-Abo gehört und habe, glaube ich, 9,99 € bezahlt, was das monatlich kostet. Hat 384 Seiten und eine Hördauer von 7 Stunden und 12 Minuten. Sprecher ist Richard Barenberg und da kann ich schon sagen, dass ich den Sprecher wirklich sehr angenehm fand. Er hat wirklich toll Gefühl, Emotionen, Spannung in die Stimme legen können und das hat wirklich beim Hören unglaublichen Spaß gemacht und hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also am Sprecher
Also fand ich wirklich herausragend und hat mir wirklich auch vom Hören sehr gut getan. Man wollte eben auch einfach dranbleiben. Um was geht es in 24 Stunden? Es geht um Arthur, der ist ein Arzt und erbt von seinem Vater den Leuchtturm der 24 Winde und bekommt von ihm aber die Warnung, dass er nicht in dieses Kellerzimmer soll, das jetzt zugemauert ist. Und Arthur hört natürlich nicht auf seinen Vater, zu dem er kein gutes Verhältnis hat. Und bricht im Grunde die Mauer nieder und findet sich ein Jahr später in einer Klinik wieder und merkt da im Laufe der nächsten Tage, dass er jeden Tag, den er verbringt, also immer diese 24 Stunden, dass er da immer ein Jahr überspringt und sich so innerhalb der nächsten 10 Tage sozusagen in 10 Jahren wiederfindet. Und er hat eben nur einen Tag im Jahr, den er dann im Grunde für seine Familie, für seinen Großvater nutzen kann, zu dem er ein sehr gutes Verhältnis hat. Und er weiß nicht, warum und wie das funktioniert und was das soll und warum er da eine Strafe bekommt. Er versteht es nicht und eben auf diese Suche gehen wir sozusagen mit ihm, um eben das Geheimnis des Leuchtturms zu lüften. Es ist natürlich nicht nur so, dass wir ihn begleiten, sondern er trifft auf Lisa, eine Schauspielerin, und zwischen den beiden funkt es. Und für sie ist er nur der Mann, der verschwindet. Und dass natürlich auch diese Liebesgeschichte, die eigentlich mehr am Rande spielt, nicht so einfach ist, kann man sich gut vorstellen. Denn Arthur weiß nie, wann er in dem Jahr auftaucht, noch wo. Also es passiert da eben auch einfach mal, dass er in irgendeiner Lagerhalle aufwacht und da einfach nicht wegkommt und dort ein Jahr im Grunde verschwendet. Sehr schön ist an dieser Geschichte, dass wir immer wunderbare Zitate aus Büchern wiederfinden von berühmten Schriftstellern oder anderen Berühmtheiten, bevor das Kapitel anfängt. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Es hat echt Spaß gemacht, sich da schon ein bisschen drauf vorzubereiten, was dann in dem Kapitel folgt, denn dieses Zitat hatte in der Regel was mit dem Kapitel dann zu tun. Und dann war eben auch sehr schön, dass wir sozusagen mit Arthur durch die Zeit gereist sind. Das heißt, pro Jahr hat er sich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, was gerade passiert ist. Und so erfahren wir eben vom Tod von Kurt Cobain, wer irgendwelche amerikanischen Präsidenten wurden, den Tod von Lady Di und so weiter. Und das eben über die 24 Jahre, die eben, ja, die er sozusagen reist. Und das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, das alles nochmal so rückwirkend sich erzählen zu lassen und man eben manchmal gedacht hat, oh, da war ich auch dabei. Ich fand die Geschichte unglaublich spannend. Es hat viel Spaß gemacht, ihr zu folgen. Ich mochte diesen Gedanken mit diesen Reisen und diesen einen Tag pro Jahr sehr, sehr gerne. Ich habe aber so manchen Logikfehler bei Musso entdeckt, wo ich einfach innegehalten habe und dachte, hä, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Also wenn er davon spricht, wie sehr er die letzten 3 Jahre seinen Großvater vermisst und man denkt sich, ja Junge, für dich waren das nur 3 Tage. Und sowas gab es eben einfach öfter, wo ich dachte, irgendwie hatte ich das Gefühl, hat das kein zweiter Mal gelesen. Wäre das nicht irgendwie jemand aufgefallen? Das hat mich persönlich manchmal gestört, eben wenn es so Logikfehler einfach waren, die so offensichtlich irgendwie falsch waren. Und ich dachte dann eben, die lösen sich mit dem Ende irgendwie auf, ist aber nicht so richtig passiert, je nachdem, wie man das Ende betrachtet, denn das ist mein großer Kritikpunkt. Eine unglaublich spannende, tolle und wirklich sehr gut erzählte Geschichte mit einer wunderbaren Wortwahl, wie ich fand. Also wirklich, man merkt hier, dass Musso etwas drauf hat, deswegen wird das auch nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein. Es war mein erstes, aber nicht mein letztes. Aber das Ende hat mir persönlich leider gar nicht gefallen, hat für mich sehr viel kaputt gemacht, weil ich so dachte, ist dir, lieber Autor, jetzt nichts anderes gefallen, als es irgendwie so enden zu lassen. Hat mir wirklich gar nicht gut gefallen und hat mich auch irgendwie enttäuscht. Ja, es macht bestimmt irgendwie Sinn und was sollte sonst vielleicht das Ende sein, aber es war irgendwie nicht mein Ende, was ich echt schade fand, weil ich da irgendwie auf eine bombastische Auflösung gewartet habe, ich persönlich, beziehungsweise hätte auch damit leben können, wenn es eben keine Auflösung gegeben hätte, also wenn man einfach sagt, das ist einfach so und es gibt da keine Erklärung, ne? Also auch das ist ja manchmal durchaus eine Möglichkeit, Zeitreisen zu erklären, dass es eben einfach so ist, wie es ist, und ja, das fand ich hier wirklich ein bisschen schade, dennoch ein sehr, sehr gutes Buch und wie gesagt, es wird nicht das letzte sein, was ich von Musso lesen werde. Man sagt, manche Erinnerungen werden zu Geschichten, andere zu Liedern und wieder andere zu Gemälden.
nur eins der wenigen wunderbaren Zitate aus dem neuen Buch der lieben Adriana Popescu, Paris, du und ich, welches ich vom CPT Verlag erhalten habe als E-Book. Es ist erschienen jetzt am 25. Juli, hat 353 Seiten, kostet broschiert 14,99 und als E-Book 11,99. Ich bin ja seit Lieblingsmomente ein großer Fan der Gefühlsbücher der lieben Adriana und war auch auf dieses Jugendbuch sehr, sehr gespannt. Nicht nur das Cover hat mich angesprochen, sondern auch der Titel und dann natürlich der Klappentext. Und ich habe mich sehr gefreut, mit Emma, das ist unsere 16-jährige Protagonistin, nach Paris zu reisen. Sie möchte dort ihren Austauschschülerfreund Alain wiedersehen. Sie möchte ihn überraschen, erfährt aber dabei leider eine sehr böse Überraschung, denn Alain hat ihr etwas vorgespielt in den paar Wochen, wo er in Deutschland war, und hat eine blonde Freundin, die auch der lieben Emma die Tür aufmacht und sich als Chloe vorstellt, und als könnte es nicht schlimmer kommen, sitzt sie nun in ihren Herbstferien allein in Paris und ist alles andere als glücklich. Sie mietet sich in einem Hostel in Montmartre ein, einem Ort, den sie mit vielen Schriftstellern teilt, wo sie sich zu Hause fühlt durch die vielen Bücher, die sie zum Beispiel von Hemingway gelesen hat. Und nach 2 Tagen macht sich die Hostel-Mama sozusagen Gedanken, sagt zu Emma, geh raus, geh duschen und schau dir Paris an. Der Liebeskummer kann nicht so schlimm sein, dass du alles andere vergisst. Und in einem kleinen Café trifft sie auf Vincent. Und er hat nicht zufällig den Vornamen eines bekannten Malers, sondern er wirkt auch genauso chaotisch und hat eine unglaublich liebreizende Art. Und beide einigen sich, dass sie nicht Held spielen und auch ganz blöde Dinge von sich erzählen, damit sich eben jeweils der andere nicht in den anderen verliebt. Denn auch Vincent hat eine sehr blödes Beziehungsende hinter sich, denn eigentlich wollte er die Paris-Reise zusammen mit seiner Freundin Saskia erleben, die aber lieber irgendwo an den Strand gefahren ist. Und so erleben beide Tage in Paris und unterhalten sich über ihre Lebenspläne, ihre Hoffnungen und natürlich auch über ihren Liebesschmerz. Und alles andere müsst ihr dann natürlich selbst lesen. Eine Geschichte, die mich von den ersten Seiten angepackt hat. Ich fand Emma unglaublich sympathisch für ihre 16 Jahre, hat sie sehr, sehr erwachsen gewirkt. Man muss hier fast sagen, dass 16 sehr unglaubwürdig war, auch gerade was eigentlich dann die Reise nach Paris angeht. Denn ich glaube einfach nicht, dass eine 16-Jährige einfach die Koffer packt und allein irgendwie zu ihrem Ferienliebe oder Austauschliebe fair. Das fand ich als einziges ein bisschen merkwürdig und mir ist Emma auch immer erwachsener und älter vorgekommen, eigentlich so kurz vielleicht vorm Abitur, eben auch mit den Überlegungen, was sie mit dem Leben machen soll und wie sehr sie eben Paris reizt. Und das hat mir gut gefallen, denn ich mag erwachsene Charaktere, ich mag Charaktere, die nicht ständig hin und her schwanken, weil ich selbst eben auch nicht so ein Mensch bin und ich mochte das unglaublich gerne, wie Emma getickt hat, wie Emma auch in ihrem Tagebuch, was sie liebevoll Flaschenpost genannt hat, denn sie schreibt eben den unterschiedlichsten Menschen sozusagen Briefe, sie schreibt eben auch an Paris zum Beispiel und teilt uns so ihre Gedanken mit. Und Vincent ist natürlich ein wunderbarer männlicher Protagonist, in dem man sich eigentlich nur verlieben kann, denn auch wenn er das nicht will und uns ganz dumme Dinge erzählt über sich und auch über seine Füße, ist es einfach so charmant und so liebevoll und wie toll er eben Emma auf andere Gedanken bringt. Und diese Dialoge zwischen den beiden fand ich so herzerwärmend und es hat mich so berührt und es hat mich ganz innerlich warm werden lassen und ich saß ganz oft vor meinem E-Book und habe nur gestrahlt, nur gegrinst und habe auch immer mal so zwischendurch genickt und dachte mir, das ist so toll, das war eine so unglaubliche Geschichte, die mir wirklich absolut gefallen hat, ein wirkliches Monatshighlight schon zu Beginn, was ich wirklich an einem sonnigen Sonntag im August in meinem Urlaub durchgelesen habe und ich wollte es nicht mehr weglegen und ich wollte dann einfach wissen, wie es weitergeht und ich habe einige Zitate in mein Zitatebuch geschrieben und ich habe euch ja eins am Anfang vorgelesen und ich kann nur sagen, ein absolutes tolles Buch, das mich wirklich total begeistert hat, mitgerissen hat, das Emotionen erzeugt hat und das einen eben auch in diesen Erinnerungen, wie man eben selbst in jungen Jahren war und vielleicht wirklich so bei der ersten, zweiten Liebe war, wie anders das einfach ist, als wenn man eine Erwachsenenliebe hat und wie man das so in Erinnerung schwelgen kann. Es war einfach wunderschön und hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Alle Daumen hoch. Ich bin wirklich ein Fan dieser Geschichte und Adriana hat mich mal wieder total geflasht.
Weiter ging es mit einem Vorab-Lesebuch der lieben Michelle Schrenk, und zwar Der Weg zwischen den Sternen. Ein Buch, das im September, Oktober erscheinen wird. Und ich wurde von der Autorin gefragt, ob ich es vorher lesen möchte, und das hat mich natürlich sehr gefreut, da mir alle anderen Bücher, die ich von Michelle Schrenk kenne, und das sind glaube ich so ziemlich alle, schon immer unglaublich gut gefallen haben. Das Buch hat rund 300 Seiten und handelt eben darum, dass Josie den Weg zwischen den Sternen sucht. Das ist eine Geschichte, ein Märchen, das ihr ihre Oma früher immer erzählt hat und das sie auch mit ihrer Jugend-Sommerliebe Tim so ein wenig verbindet. Jetzt aktuell selbst ist sie Mitte, Ende 20, ist verlobt, soll demnächst heiraten, und ihr Verlobter Mark ist ein bisschen ein Workaholic, ein bisschen ein Spießer, auch so ein bisschen wie ihre eigene Mutter, und beide planen ganz akribisch schon die Hochzeit, doch Josie fühlt sich irgendwie in ihrer Haut nicht so wohl. Sie merkt auch, dass der Bürojob nicht ganz ihre Welt ist. Und auf einem Konzert, das sie zusammen mit ihrer besten Freundin Hannah besucht, genießt sie nicht nur die Musik, sondern trifft eben ihre Jugendliebe Tim wieder und erinnert sich mit einem Mal an all die schönen Dinge, die sie zusammen erlebt haben, und stellt eben ihr jetziges Leben ein wenig in Frage. Die Geschichte ist unglaublich schön erzählt. Es sind wunderbare Passagen in diesem Buch dabei. Es ist liebevoll erzählt, mit vielen Emotionen, mit viel Gefühl. Es gibt Momente zum Schmunzeln, zum Lachen, gibt aber auch traurige, sehr ruhige Momente, und auch die Ruhe darin ist nicht einfach, dass es langweilig ist, gar nicht, sondern man spürt einfach, wie in einem etwas passiert, wie einem das Herz wärmer wird, wie man das Strahlen anfängt beim Lesen und wie man sich einfach daran zurückerinnert. Und das zum einen hilft natürlich hier auch die musikalische Unterstützung, denn uns werden so manche 90er-Hits erzählt oder in die Geschichte eingepackt, zum Beispiel von den Backstreet Boys oder von Revolverheld, wo man sich selbst, wenn man ein Kind in den 80ern sozusagen ist, was in den 90ern aktiv Musik gehört hat, einfach unglaubliche Erinnerungen einen auslöst und man selbst so da sitzt und denkt, ja, daran kann ich mich erinnern, und schon kommen die Erinnerungen hoch und man ist richtig dabei und man fiebert im Grunde einfach Josies Leben mit, dass sie ihren Weg geht und dass sie eben den Weg zwischen den Sternen findet. Es gibt noch so die ein oder andere Nebengeschichte in dem Buch, die ganz spannend war, die ich jetzt aber gar nicht weiter ausführen möchte. Und ich möchte einfach nur sagen, dass das ein Vorablesen war, wie ich es wirklich immer wieder mal genieße, egal ob es zum Beispiel auch mit Laura Newman der Fall ist oder dann auch mit Michelle Schrenk. Man spürt einfach, dass einem zugehört wird, dass einem nicht in irgendeiner Art und Weise übel genommen wird, wenn man irgendwas kritisiert, und das eben wirklich bedacht wird, dass eben das dem Buch zugute kommt. Und das habe ich hier auch wieder gespürt und möchte natürlich auch Michelle hier für den Gedankenaustausch einfach danken. Und ich freue mich jetzt, dass dieses Buch demnächst herauskommt. Sobald es der Fall ist, erfahrt ihr es auf jeden Fall über Facebook und Instagram. Haltet da die Ohren auf, und ich mochte dieses Buch wirklich unglaublich gerne. Die Emotionen, die es ausgelöst hat, fand ich wunderschön. Und es ist wirklich, man ahnt nicht, wenn man das Buch aufmacht, was man bekommt. Und man bekommt aber in dem Buch dann wirklich einen Weg zu den Sternen, und das war unglaublich schön. Absolute Empfehlung, ein wunderbares Buch, und ich wünsche Michelle ganz viel Erfolg damit, und alle, die das Buch in nächster Zeit irgendwo sehen, greift zu, es ist wirklich ganz, ganz großes Bücherkino. Mit Leo zwischen den Ozeanen von Peggy Bichisco, ich hoffe, man spricht sie so aus, ging es im August weiter. Und zwar ist das Buch im Mai diesen Jahres im Selbstverlag erschienen, kostet broschiert 15,99 € und als E-Book 8,99 € und hat knapp 400 Seiten. Die Autorin selbst ist eine 52-jährige Journalistin, zumindest zu Beginn der Geschichte, die an der hiesigen Tageszeitung arbeitet und sich nach dem Tod ihres Mannes, der sehr überraschend nach langer Krankheit, trotzdem irgendwie überraschend kam, eine Auszeit vom Leben gönnt und auf Weltreise geht. Und es ist im Grunde eben ein Teil ihres Reiseberichtes. Es ist dieses Jahr, was sie uns erzählt, wo sie war, was sie erlebt hat und wie sie eben mit der Trauer um den Tod ihres Mannes umgegangen ist. Und auf ihrer Reise begleitet sie das auf dem Titel zu sehende Zebra,
Kuscheltier Leo, das eben ja im Grunde ihren Mann begleitet hat ins Krankenhaus und es im Grunde die letzten Monate während der Krankheit immer neben ihrem Mann lag und saß. Und da beide gerne gereist sind und dieses Hobby geteilt haben, nimmt sie eben stellvertretend für ihren Mann dann eben das Zebra mit und erzählt uns eben die Geschichte ihrer Reise. Ich war mega gespannt auf diesen Reisebericht und war total neugierig, wohin es die Journalistin, die Autorin verschlägt. Und wir beginnen mit Südamerika, erfahren hier wirklich viel von Land und Leute. Und es geht eben von Kolumbien über die Sehenswürdigkeit Machu Picchu, über die Galapagos-Inseln. Dann geht es wieder so ein bisschen nach Afrika. Wir sind in Südafrika, dann haben wir auch Australien, wir haben Bali. Und am Ende sind wir wieder in Europa, wo wir dann zum Beispiel auch etwas über Rom erfahren. Und wir haben so alle 5 Kontinente mit der Autorin erlebt und das auf ganz unterschiedliche Weise, manchmal sehr touristisch, manchmal tatsächlich dann Einheimischer. Wir erleben, wie sie die Tage in diesem Urlaub verbringt, wie sie mit ihrer Trauer umgeht, wie sie diese verarbeitet und eben auch, ja, wie ihr diese Reise im Grunde wieder neue Kraft gibt und wie sie auch den Abstand zu Verwandten, Freunden, Arbeit einfach braucht, um wieder sie selbst zu werden oder vielleicht sogar eine bessere Ausgabe von sich selbst. Diese Geschichte ist sehr persönlich geschrieben, das heißt, man hat wirklich den Eindruck, die Autorin hat genau das, was ihr durch den Kopf ging, eben aufgeschrieben. Sie hat Tagebuch geführt, hat auch einige Dinge mit Sprachaufzeichnungen irgendwie aufgenommen, so habe ich es im Nachgang nachgelesen. Und man spürt das einfach, der Stil ist einfach so, wie im Grunde der Schnabel gewachsen ist. Also es ist genauso, als würde ich euch von meinem Urlaub erzählen. Das hat zum einen einfach den Vorteil, dass man eben so mittendrin in der Geschichte ist, mittendrin in ihren Gefühlen, mittendrin in ihren Erfahrungen, die sie sammelt. Zum anderen ist es aber auch sehr unausgefeilt und es kommen sehr, sehr viele Wiederholungen vor und vieles passiert ihr eben an den Orten gleichermaßen. Also sei es, wie sie sich mit ihrer Wäsche behilft, auf was sie achtet, wenn sie in armen Vierteln unterwegs ist und so weiter. Und das, wenn man halt 3-mal gehört hat, denkt man sich, ja, es, ich habe es jetzt auch verstanden. Also mir waren es tatsächlich manchmal zu viele Wiederholungen, was eben einfach daran lag, dass sie eben einfach alles aufgeschrieben hat, was sie in diesem Moment in dem Sinn kam. Und da war natürlich für sie dieses Thema einfach wichtig. Und es hat sowohl eben Vor- wie Nachteile, denke ich einfach mal, wie sie es eben einfach angegangen ist. Was ich sehr schön fand, war, dass man tatsächlich ein bisschen Fernweh bekommt und sich bei manchen Orten gedacht hat, oh, da wäre ich auch gerne. Beziehungsweise als es dann nach Afrika ging, da eben zum Beispiel auch die Geschichte aufgegriffen wurde, wie zum Beispiel in Ruanda, wo es diesen Genozid vor knapp 20 Jahren an den Tutsi gab, wo ich dachte, so richtig erinnern tue ich mich gar nicht. Und mich dann sogar noch die Geschichte dazu interessiert hat und ich dann Wikipedia, Google befragt habe und denke, ah, da hast du doch schon mal was gehört. Und ich bin ja selbst ein großer Afrika-Freund und fühle mich auf diesem kleinen Kontinent sozusagen eigentlich sehr, sehr wohl. Und man spürt da eben einfach, dass da eben auch so ein Fernweh-Mädchen in einem drin steckt und man da eben mit der Autorin besonders gut mitgeht. Also wer natürlich gerne etwas über Reisen erfahren möchte, über spezielle Orte erfahren möchte und das so aus der Sicht von im Grunde nicht nur einer, die eben reist, sondern auch etwas verarbeiten muss, der ist hier absolut richtig. Es ist natürlich einfach eine Erzählung. Also es ist jetzt nicht hochspannend oder es passiert jetzt natürlich auch nicht unglaublich viel, aber es geht natürlich um die Verarbeitung ihrer Gefühle und ihrer Trauer und das hat mir wirklich gut gefallen und ich mochte wirklich diesen Reisegedanken und es hat mich auch manchmal wirklich sehr beeindruckt, was sie dann zum Beispiel auch über ihr Volontariat in Afrika erzählt hat, wo es dann eben eher so um den Tierschutz ging und was es damit auf sich hat und man spürt einfach diese Vielfalt der Frau, welche Interessen sie hat, welche Länder sie toll fand und man hat halt den Eindruck, man lernt sie dadurch unglaublich gut kennen. Mir hat das Buch jetzt im Urlaub sehr, sehr gut gefallen. Es hat sich auch wirklich sehr gut lesen lassen und 400 Seiten waren eigentlich im Nu vorbei. Ich hatte Spaß, es ist empfehlenswert, wer genau so etwas sucht und der sollte sich das Buch auf jeden Fall mal näher ansehen. Alles in Buddha von Victoria Seyfried ist erschienen am 8. August im Heine Verlag, hat 480 Seiten, kostet broschiert 8,99 und als E-Book 7,99 und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ja, mich hat natürlich der Titel angesprochen, als buddhistisch veranlagter Mensch habe ich das sehr interessant gefunden und habe mir aus dem Klappentext so ein bisschen versprochen, es geht in eine Richtung wie Eat, Pray, Love, denn unsere Protagonistin Mia,
wird von ihrem Freund verlassen, so ganz urplötzlich. Und sie merkt irgendwie, wie schwer ihr diese Trennung fällt, merkt aber gleichzeitig, dass sie sich sehr verstellt hat in dieser Beziehung. Und gleichzeitig verliert sie auch noch ihren Job, weil sie etwas wirklich unglaublich Doofes tut, wo ich auch nur den Kopf geschüttelt habe. Zusammen mit ihrem besten Freund, den sie schon aus der Schulzeit kennt, Hugo, ein 30-jähriger Mann, der noch nie eine Frau geliebt hat, also sexuell geliebt hat, nicht einfach so nicht geliebt hat, sondern sexuell geliebt hat, macht sie sich dann so ein paar Gedanken über die jeweiligen Leben der beiden und zusammen mit der Katze von Hugo brechen sie auf in eine Weltreise, ja, mit der Katze, was ich total doof fand und unlogisch, aber die Katze fährt mit oder der Kater, es ist ja ein Kater mit weiblichem Namen, warum auch immer. Sie machen eine Reise, wir beginnen in Paris, machen weiter über Las Vegas und treffen dann eben auch in einem buddhistischen Kloster in Südkorea ein und es war, glaube ich, Südkorea, ja. Und was soll ich sagen? Die Reisen der beiden sollen natürlich dazu führen, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Mia möchte ihren Ex-Freund vergessen, möchte die Kette, die sie von ihm trägt, endlich ablegen und sich neu verlieben. Und Hugo möchte endlich eine Frau finden, die ihn liebt und die ihn dann auch zum Manne macht sozusagen. Und das eben mit dem Gedanken einer Weltreise und neuen Dingen zu sehen und zu entdecken. Und das war auch das einzig Positive in dieser Geschichte, dass wir hier verschiedene Länder kennengelernt haben und sie uns auch wunderbar beschrieben wurden, denn das fand ich wirklich, hat sehr zur Atmosphäre der Geschichte beigetragen, dass wir an unterschiedlichen Orten waren. Mit den Charakteren konnte ich persönlich nicht viel anfangen. Ich fand es unglaublich stereotypisch, sehr, sehr viel Klischee und mir ist es total auf den Keks gegangen, wie Mia um diese blöde Kette gejammert hat, wenn sie sie denn einmal nicht getragen hat, wo ich mir dachte, oh, hast du es noch? Mir ging dieses Gejammer der beiden Charaktere sehr, sehr auf den Keks, wo ich dachte, dann mach doch einfach was und rede nicht nur drüber. Und in der Zeit, wo sie in der Geschichte über die Dinge sprechen, die sie gerne tun würden, hätten sie auch schon lange machen können. Ich fand auch nicht sehr schön, dass Frauen mittleren Alters, ich sag mal ab Ende 20 bis Mitte 30, immer dargestellt werden, als wären sie mit ihrem Leben unzufrieden und als müsste irgendwer von außen kommen und ihnen sagen und zeigen, das Leben, was du führst, ist total doof. Du musst jetzt auf Reisen gehen, dein Hobby zum Beruf machen oder was auch immer. Und dann machen sie das und dann ist auf ihr Leben auf einmal alles wieder rosa. Das finde ich unglaublich nervig und hat mich in der Geschichte wirklich immens gestört, weil es nur darum ging. Und als sie dann immer noch so von sich erzählt hat, wie sie sich in der Beziehung verstellt hat und dann am das Ende so näher kommt und man denkt sich, oh Mädel, hast du es eigentlich noch gerafft? Ich fand es nicht gut. Ich fand es wirklich nicht gelungen. Ich mochte manche Momente in der Geschichte, die dann auch ein bisschen witzig waren, ein bisschen nicht ganz so klischeehaft, wie man alle anderen Momente erlebt hat. Dann war es ganz okay. Es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Es hat mich eher manchmal so, wo ich dachte, oh ja, genau. Jetzt wird wieder gejammert und wieder gejammert. Und ich dachte mir immer nur, nimm's doch einfach in die Hand, leg diese Scheißkette ab und mach was aus deinem Leben. Such dir einen anderen, wenn es unbedingt so schnell gehen muss, was ich persönlich auch nicht verstanden habe. Kaum ist sie getrennt. Ihr Ex-Freund macht irgendwie eine Afrika-Reise, muss sie auch eine Reise machen. Dann verfolgt sie und stalkt ihn irgendwie auf Facebook, gibt sich sogar noch als eine andere Frau aus. Und ich denke mir, hast du's eigentlich noch? Denn wenn das andersrum wäre, wenn wir eine Geschichte aus Frauensicht erleben würde, wo der Mann, der Ex-Freund sie ständig stalken würde über Facebook und sie dort verfolgen würde, würden wir das irgendwie nicht toll finden. Wenn das aber die Frau... Ja, zu viel Klischee, ich fand es wirklich nicht gut. Der Stil war ganz okay, ich mochte wirklich diese Reise. Allerdings hat es mir gar nicht so viel gegeben, nicht ansatzweise viel gegeben wie Eat, Pray, Love und der Gedanke und der Klappentext, der eben darauf hinweist und die Gedanken, die man dazu hat. Nein, leider nicht meine Geschichte. Wäre die Reise nicht gewesen, hätte ich es zwischendrin wahrscheinlich tatsächlich immer mal vielleicht sogar abgebrochen. So habe ich einfach noch interessant gefunden, was uns über die Länder erzählt würde, welche Gefühle da aufkamen. Es war schon okay, man konnte es zu Ende lesen, aber es war nichts, was ich weiterempfehlen würde oder gar wirklich einer guten Bewertung geben würde, weil es hat mich streckenweise wirklich nur Kopfschütteln vor dem E-Book-Reader sitzen lassen. Schade, schade, aber was soll man machen? Passend für den Urlaub und um das Fernweh ein wenig zu wecken, habe ich Love Trotter von Vlada Kolosova gelesen. Das Buch ist im Kailash Verlag erschienen, habe ich selbst gebraucht bei Rebuy gekauft und der Preis ist dementsprechend natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ja, Love Trotter habe ich bei Tasmito entdeckt. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox. Und wie der Titel schon sagt, machen wir im Grunde Reisen in verschiedene Länder
Und die Autorin guckt sich eben an, wie die Liebe funktioniert in diesen Ländern, beziehungsweise wie eben Ehen funktionieren, wie sich Leute kennenlernen. Und wir bereisen dabei Ägypten, Iran, Kambodscha, China, Brasilien, Russland, USA und auch die Türkei. Und auch ein bisschen was in Deutschland ist dabei. Und man hat eben nicht nur die Eindrücke des Landes, was die Autorin wirklich sehr, sehr toll rübergebracht hat, sondern eben auch Jugendliche oder junge Leute, die eben unterschiedlich zusammengebracht wurden, wie es eben vielleicht der Brauch wollte, die Religion sich gewünscht hat oder eben ja, die Eltern einen zusammengebracht haben oder lernt man sich vielleicht doch im Hinterzimmer irgendwie wo kennen. Und es war sehr, sehr interessant festzustellen, auf was die unterschiedlichen Leute im Grunde Wert legen in ihren Beziehungen, in ihren Ehen, wie es eben dann auch gerade in den islamischen Staaten sozusagen vor sich geht. Und das fand ich super spannend. Also ich fand schon toll, wie wir in Ägypten waren. Das ist selbst ja eins meiner Lieblingsländer. Und man hat sich da sofort irgendwie wieder zu Hause gefühlt, wenn man da liest, wie sie da eben durch Straßen geht, über den Bazar geht. Und es war eben nicht nur, dass das Fernweh geweckt wurde, sondern man hat eben auch die Menschen in diesem Land näher kennengelernt und ihre Ansichten über die Liebe, Beziehungen eben ja im Grunde viel intensiver gemerkt. Man fragt ja nicht irgendwem, den man kennenlernt, direkt nach der Liebe oder wie das in den Ländern ist. Natürlich hat man so, denkt man grob eine Ahnung. Dieses Buch bringt aber ganz viel Menschlichkeit rein, Gefühle rein, ganz viel Intensität und es war ganz toll geschrieben, hat sich wirklich locker, leicht und zügig durchlesen lassen, habe ich sehr, sehr genossen. Nicht nur, dass das Fernweh wurde geweckt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sondern einfach auch so ein bisschen die Tiefgänge der Menschlichkeit. Das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und die Autorin behandelt eben diese Geschichten auch mit ganz viel Respekt und gegebenenfalls eben auch mit Namenänderungen. Und es sind wunderbare Liebesgeschichten dabei, aber auch sehr tragische. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht, das zu lesen und damit einzutauchen und sich eben in die Köpfe der Menschen hineinzuversetzen und eben zu merken, okay, vielleicht kann man sich von dem einen oder anderen Gedanken tatsächlich noch eine Scheibe abschneiden. War auf jeden Fall eine gelungene Sommerlektüre, hat Spaß gemacht, sie zu lesen und lässt einen eben mit Gedanken über auch das Anderssein eben positiv zurück und das hat mir wirklich viel gegeben und hat echt Spaß gemacht, es zu lesen. War auf jeden Fall ein tolles Buch, was ich in meinem Urlaub gelesen habe. Und das waren sie nun auch, die ersten 7 Bücher im August. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Videoschnipseln. Vielleicht habt ihr ja selbst das ein oder andere Buch auch im August gelesen oder überhaupt schon mal in den Händen gehalten. Ja, mein Highlight sozusagen gleich zu Beginn des Monats war ja Paris, du und ich von Adriana Popescu. Ein Buch, was ich wirklich in einem Rutsch durchgelesen habe, was mir unglaublich gefallen hat und ihr habt ja jetzt vorhin auch gehört. Die nächsten 7 Bücher kommen dann im zweiten Teil und ich hoffe, auch da seid ihr dann dabei. Ich hoffe, das mit den Videoschnipseln gefällt euch nach wie vor. Ich glaube, ich mache das ja jetzt fast ein Jahr und ich finde es immer wieder schön, freue mich jetzt auch auf Schneiden. Also ihr habt ja dann so das schon gesehen, worüber ich mich jetzt noch freuen kann. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Eure Steffi.